Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2012er BMW 1er M Coupé und ich zeige euch, warum das der M ist, den jeder haben möchte, obwohl es eigentlich ein Frankenstein ist. Das ist so eine Bezeichnung, die ganz häufig für solche Autos verwendet wird. Warum das hier wirklich treffend ist und wir die 873. sind, die das sagen, darauf gehen wir heute ein. Aber zuerst das Design, der Innenraum, die Technik, fahren wir eine Runde und am Ende gibt es natürlich auch einen Score. Grundsätzlich, das hier ist ein E82, ein 1er Coupé. Und den 1er, ja, den gab es eigentlich schon ab 2004 als Fünftürer. Dann 2007 wurde das Coupé und der Dreitürer hinterher geschoben. Das heißt, zwischen 2007 und 2013 konnte man Coupés kaufen, aber das M-Coupé, was hier steht, nur 2011 und nur 2012. Das bedeutet, es war eine sehr kurze Zeit, in der die Fahrzeuge verkauft wurden, was auch bedeutet, dass man nur 6.300 und ein bisschen davon verkauft hat, was sehr wenig ist, auch mit heutigen M-Modellen verglichen, was wiederum zum Preis kommt, führt, zu dem wir dann ein bisschen später kommen. Dass das Auto nicht so ganz normal ist, das fällt ja schon an der einen oder anderen Stelle auf. Das heißt, eigentlich müssen wir gar nicht weiter nach hinten gehen, sondern sind direkt hier vorne an der Stoßstange. Das heißt, ja, wir können uns das Spoilerschwert hier unten mal wegdenken, aber auch davon abgesehen, mit dieser ganzen zerklüfteten Optik, das hat man natürlich später beim M2 aufgegriffen, so als legitimen Nachfolger, aber das ist schon, wie Tim jetzt sagen würde, wild. Was ich dabei ganz spannend finde, jetzt auch, wie viel Fläche sich hier vorne vor den Nieren ergibt. Das ist auch so, wenn man mal einen E46 mit diesem GTR Bodykit und ähnliches gesehen hat, da baut das Auto hier vorne auch relativ groß auf und das macht es auch insgesamt ein bisschen größer. Das heißt, insgesamt ist das 1er M Coupé 4,38 Meter lang und 1,80 breit. Wobei die 1,80 Breite ja das Beeindruckende auch daran sind, denn hier vorne kann ich meine Hand so gut ablegen und das gleiche Spiel kann ich auch hier hinten machen. Und er ist an der Vorderachse um 40 und an der Hinterachse um 60 mm breiter als ein normales 1er Coupé. Das heißt, da ist in der Fläche deutlich was dazugekommen. Und er steht schon sehr kräftig und grimmig da für ein Auto eben dieser Größe. Damals auch schon beeindruckend war, dass man 19 Zöller mit drauf bekommt in diesem schönen Design. Vor allem mal Felgen zu haben, die so schön sind, dass die wenigsten dran denken, sich direkt andere zu holen. Und auch bei den Farben. Alles ist ein bisschen reduziert gewesen. Es gibt ja diese Autos, da wird über Jahre entwickelt, da sind 3000 Leute dran beteiligt. Und dann gibt es 72 Individualfarben, zwischen denen ich wählen kann. All dies ist ja nicht der Fall. Das ist so dieses typische Hinterhofwerkstatt-Thema. Wobei nicht die Hinterhofwerkstatt, sondern dieselben Ingenieure, die die professionellen Autos entwickeln, sich halt sagen, hey, es wäre doch mal cool, wir machen so, was haben wir aber eigentlich kein Budget dafür und entwickeln mal was. Und was wir da für Motor haben, kommen wir gleich dazu. Wir sehen auf jeden Fall, das sind doch richtige M-Spiegel. Und wir haben auch die Hinterachse von einem E92 M3. Das heißt, hier sind doch diese verschiedensten Bestandteile, die man schon hatte, in einem Auto sinnvoll kombiniert. Das heißt, Spiegel hatten wir gerade schon, M-typisch, auch die Felgen sehr schick. Und ja, heutzutage würde man hier noch eine Art Fake-Luftanlass machen. Das Ganze ist aber hier so angedeutet, weil klar, den Seriencode-Flügel kann ich eh nicht nehmen. Er muss ja deutlich breiter sein. Dann ist es auch an der Stoßstange anders. Und etliche Teile mussten geändert werden und man konnte eben nicht einfach nur ins Regal greifen. Hofmeister-Knick haben wir, aber an sich diese Ansicht hier hinten inklusive dieser Luftführung hier, also es ist keine Luftführung, es ist Dekoration, aber das sieht einfach mächtig aus. Das sieht so mächtig aus, dass ich immer unbedingt einen haben wollte. Ah, Moment, und dann waren sie irgendwie zu teuer. Ja, Spoiler bzw. die Abrisskante ist normalerweise ein bisschen kleiner, die ist bei dem jetzt ein bisschen gewachsen, steht dem Auto aber sehr gut und BMW-typisch gibt sich hier hinten ja dieses L, was sich ergibt. Ein M darf natürlich auch 4 Endrohre tragen, die hat er hier und die rechtfertigt er auch leistungsmäßig. Und das hier unten ist wohlgemerkt kein Schwarz, sondern ist so ein Grau, so ein Space Gray nennt man das dann wahrscheinlich. Gibt einen ganz netten farblichen Kontrast. Ja, weil wir es eben von den Farben hatten, was kriege ich denn da? Naja, es gibt ein Weiß, wie wir hier sehen. Dann gibt es noch Schwarze
Und es gibt auch noch Orange, dieses Valencia-Orange, was damals eingeführt wurde. Und wenn er jetzt jemanden in einer anderen Farbe sieht, dann ist er entweder foliert oder es ist eins der letzten vier Modelle, die vom Band gelaufen sind. Dann gab es nämlich auch noch vier Autos, die gelb, grün bzw. blau waren. Also eins davon doppelt, die anderen jeweils sind Einzelstücke gewesen. Was das 1er M-Coupé sich mit den anderen teilt, ist natürlich der Kofferraum. Das sind 370 Liter. Diese Öffnung hier ist natürlich verhältnismäßig klein, aber in der Breite hier kann ich viel nutzen und auch in der Tiefe, also da geht eigentlich schon gut was weg. Also so der durchschnittliche Einkauf sollte überhaupt kein Problem sein. Auch mal die längere Wochenendsreise. Das ist eigentlich alles völlig stressfrei hiermit. Und dann wäre noch die Frage, warum eigentlich 1er M-Coupé? Warum sagt der Junge nicht eigentlich M1 dazu? Es gibt auch einen M2, einen M3, einen M4, einen M5, einen M6. M7 gibt es nicht, aber dann beim M18 sind wir wieder mit dabei. Einfach das Thema, wir haben uns ja schon mal einen richtigen M1 angeschaut. Hallo und herzlich willkommen im Car Range Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 1980er BMW M1 und ich zeige euch das perfekte Beispiel, wie man aus einem Misserfolg seine allergrößten Erfolge erzielen kann. Die sind teurer als das Haus, in dem du lebst. Und das hier sollte einfach so ein bisschen Abstand oder gebührenden Respektabstand zum M1 bieten. Deswegen ist es halt ein 1er Coupé, alles klar, als M, also ein 1er M-Coupé. So leicht können sich die Namen manchmal erschließen. Ja, wenn wir hier vorne die Sitze sehen, dann weiß eigentlich gleich jeder, dass man vorne auch Platz nehmen sollte und dass der Ort ist, an den es geht. Trotzdem bin ich mal so mutig und frei und versuche einfach mal hier hinten reinzukommen. So, das Schöne ist, keine getönten Scheiben. Ihr habt also die Chance, mich noch irgendwie durch die Scheibe zu sehen, beziehungsweise auch von vorne. So, und dann merke ich erstmal, also das Leder von der Güte, da merkt man den Unterschied zu den teureren BMWs. Das ist wahrscheinlich leichter, weil es dünner ist. Aber ich kann aufrecht sitzen, ich habe genug Platz für meinen Kopf. Das geht ganz gut. Und wenn ich jetzt den Sitz einmal auf die Position von eben, na gut, er ist zu früh eingerastet. Das ist jetzt ein bisschen blöd, Tim. Wenn ich es aber mit dem Nachbarsitz da vergleiche, dann merke ich, das wird knapp, könnte aber gerade so gehen. Das heißt, ich würde dann so hier sitzen und das ist in Ordnung. Jetzt nicht für die längste Strecke der Welt, ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Hier an den Türen habe ich noch Alcantara mit der Kontrastnaht. Die Kontrastnaht natürlich auch im Leder und Ablagemöglichkeiten hier in der Mitte. Die ist auch wirklich so einmal fürs Portemonnaie und einmal fürs Handy ideal ausgefüllt. Da kann man so die zwei wichtigsten Sachen ablegen und dann ist gut. Dann sieht man diese mächtigen Scharniere von der Mittelarmlehne vorne und das war es dann auch schon. Andere Ablagemöglichkeiten habe ich nicht oder Lüftungsdüsen oder sowas. Ich habe eine relativ aufwendige Innenraumbeleuchtung und dann ist man soweit schon durch. Isofix hinten gibt es, alles klar, das ist ja festgeklettet, das passt. Und ja, dann haben wir den Pflichtteil sozusagen abgeschlossen. Ja, wie gesagt, warum eigentlich Frankenstein? Weil wir haben diese ganzen M3-Teile außen, inklusive Hinterachse. Das Auto ist viel breiter, als es eigentlich sein sollte. Und auch vorne. Ich kann jetzt hier durchschauen einmal und sehe da schon ein M-Logo im Drehzahlmesser. Was das denn macht? Wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Ich habe, glaube ich, zweimal wieso gesagt, ist aber auch egal. Von daher würde ich sagen, gucken wir uns das einmal an. Ah. Tja, immer wieder tolles Training. Auf der Einstiegsleiste thront einfach nur ein großes M. Denn ja, es ist ja kein M1, sondern halt das M-Coupé. Und dann auch schon dieses Türschließen, das hat so was archaisch-mechanisches. Altes irgendwie. Und so wird dieses Auto auch sein, nämlich roh. So, jetzt mache ich die Scheibe mal hoch, damit wir ein bisschen weniger Windgeräusch haben. Es gibt natürlich die normalen Sportsitze und in dem Fall die BMW Performance Sitze. Die können ihr Gewicht 1:1 in Gold aufwiegen, ungefähr mit dem, was sie wert sind, denn sie sind unglaublich gesucht und unglaublich teuer. Haben auch diese schöne Kontrastnaht mit dabei, sind im meisten Sinne umgelabelte Recaros und bieten mir natürlich deutlich besseren Seitenhalt. Also das Sitzgefühl hier ist super. Der eine oder andere wünscht sich das jetzt noch eine Ecke tiefer, aber so passt das bei den normalen Sitzen. Ist, wie bei auch beim M2 zum Beispiel, darauf zu achten, wenn man die elektrischen nimmt, bringt das ein bisschen Komfort, aber man sitzt auch deutlich höher. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt in dem Auto haben möchte. An sich in 1er müssen wir uns auch unbedingt anschauen, vielleicht auch als Coupé, aber ich würde jetzt mal sagen, gucken wir uns mal die Sachen an, die M-spezifisch sind. Vielleicht am wenigsten M-ig, ja gut, diesen Schaltknopf, den hat man auch in Zubehör, kriegt man den überhand und ähnliches. Der hat natürlich da noch diese Kontrastnähte. Deutlich interessanter wird es, man hat ein richtiges M-Lenkrad, das heißt nicht nur dieses kleine M-Logo hier unten, was man oft beim M-Paket hat, sondern vor allem auch noch die verschiedenfarbigen Nähte in den M-Farben, das finde ich immer ganz wichtig, auch mit dieser kleinen Einsenkung hier in der Mitte.
kriegt man auch genauso im E92 M3. Und dann, wenn man von aufs Kombi-Instrument schaut, auch da ist wieder das Thema, die sind farblich abgesetzt. Das heißt, man hat diese anthrazitfarbenen Scheiben anstelle von schwarzen. Und man hat natürlich auch ganz wichtig ein M-Logo und vor allem eine Öltemperatur. Das heißt, ich habe ein eigenes Kombi-Instrument, andere Sitze, anderes Lenkrad, Schaltknauf und jede Menge Alcantara. In den Türen kennt man das heutzutage, beim Schaltsack auch, aber das auch meine Interieurleisten. Oh. Weichesten Interieurleisten, die wir je hatten hier wahrscheinlich. Und das auch mit diesem doppelt vernähten in Orange. Das gibt schon ein sehr schönes Farbthema, beziehungsweise dieser sportliche Gedanke des Alcantara kommt da gut zur Geltung und gut rüber. Der andere wird sich das Lenkrad jetzt auch in Alcantara wünschen, aber das Leder fühlt sich einfach gut an und strahlt auch eine gewisse Wertigkeit aus. Multifunktion kennt man, dann gibt es hier noch die M-Taste, damit mein Gas noch direkter anspricht und ich eine andere Kennlinie fahre. Das ist auch das Schöne, ich habe jetzt hier keinen Schalter, wo ich zwischen Sport Plus, Sport, Eco, Komfort irgendwie hin und her schalte, sondern das Auto fährt einfach so, wie er fährt. Ein bisschen sportlicher vielleicht mit der M-Taste hier, wegen der Kennlinie. Dann ist aber auch gut. Wenn man das Fahrerlebnis des Autos signifikant verändern möchte, gibt es an sich nur eine Taste im Innenraum dafür. Die ist hier oben und zeigt so ein Auto, das über geschwungene Linien fährt. Komisch. Dahinter dann meine Warnblinktaste, meine Verriegelung für die Türen und hier unten die Klimaanlage. Das heißt, kleines Display in der Mitte für die jeweilige Temperatur. Hier ist noch die Sitzheizung mit dabei, ziemlich selbsterklärend. Und dann hier die Tasten, die ich wie immer auch schon vorbelegen kann für die verschiedenen Radiostationen und auch für sowas wie Display aus. Mein Tipp immer, Display aus mit dabei zu haben und das Display oben gut mit integriert. Ist wohlgemerkt nicht Klapper oder ähnliches, wie man es, was weiß ich, damals beim Z4 oder so kannte, sondern das ist fix in Position und gehört auch zu den paar Optionen, die man beim M-Coupé wählen konnte. In den Türen gibt es noch eine Ablage, da geht jede Menge rein. Nur wenn ich jetzt so eine große Getränkeflasche hätte, dann wäre die so ein bisschen im Weg. Dann mein Lichtschalter, in dem Fall auch mit einem Lichtsensor mit versehen. Einen Tempomat gibt es hier noch. Das heißt, nicht am Lenkrad, sondern hinter dem Lenkrad ist der Tempomat zu finden, sofern vorhanden. Ganz interessant, ich habe auch hier nicht nur Plastik, sondern ich habe ja auch noch so eine kleine Metallspange, damit so ein bisschen Wertigkeit mit durchkommt. Solches Materialien, die passen halt dann nicht zu einem Auto, was knapp 60.000 gekostet hat. Aber die sind auch völlig egal. Wichtig ist, ich habe einen guten Sitz, der auch Aufpreis gekostet hat. Ich habe ein gutes Lenkrad. Ich habe diese super sexy M-Spiegel. Ich habe einen dunklen Himmel. Ich schaue auf mein M-Kombi-Instrument und dann kann die Fahrt auch eigentlich schon losgehen. Hier in der Mitte gibt es dann noch ein paar Getränkehalter und sowas und auch einen USB-Slot-Tim für Menschen wie dich, die moderne Geräte anschließen wollen. Aux-In für Menschen, die nicht ganz so modern sind. Hier vorne kann man dann sein Mobiltelefon oder ähnliches ablegen, denn ich habe ja keine verlängerbaren Oberschenkel aufladen bei dem Performance-Sitzen. Also muss ja mein Handy irgendwo hin. Am besten natürlich in die Tasche, in den Kofferraum, möglichst weit weg. Denn hier muss man sich aufs Fahren konzentrieren. Ja, jetzt haben wir hier viel E92M gehabt, so an dem einen oder anderen Element. Der dreht aber deutlich höher. Der kann es also nicht sein. Und dieses Frankenstein-Thema, wir nehmen mal Teile, die wir da haben und mixen uns ein Auto daraus, hatten wir auch schon. Von daher werfen wir jetzt mal einen Blick unter die Haube. Was ist denn da drin? 4, 6, 8 Zylinder? Vielleicht 5, vielleicht 10? Laute Überraschung. Ich sage nur so, die Zylinderzahl passt zu BMW und wir sehen uns vorne. Dann öffnen wir das Ganze hier doch einmal. Ein BMW der E-Serie, E82, also einmal ziehen reicht völlig. Und man darf hier vorne noch mal so ein kleines bisschen rumfingern und gucken, was man erwischt. Und dann haben wir hier ein N54 B30. B30 erstmal, 3 Liter Hubraum, klingt nach 6 Zylindern, sind auch 6 Zylinder. Das heißt, die Zylinderfrage hätten wir schon mal geklärt. Und wenn jetzt alle sagen, Moment, das soll ein M sein, wieso hast du gerade einen Motor, Kennbuchstaben gesagt, der nicht mit S, sondern mit N anfängt? Das ist kein richtiger M. Ja, jetzt gehen die Diskussionen schon los. Ein richtiger M muss aus Sicht von vielen ja diesen Motor-Kennbuchstaben mit dem S haben. Die Fahrgestellnummer, die nicht mit WBA, sondern mit WBS beginnt, das hat das 1er im Coupé. Ein paar besondere Spiegel, das hat das 1er im Coupé. Aber aus meiner Sicht muss er halt Spaß machen und dieses gewisse besondere Extra einbieten. Und ja, auch sowas wie eine Öltemperaturanzeige braucht ein M natürlich unbedingt. Diese Regeln, was braucht ein M, was braucht ein M nicht, auf die würde ich mal so ein bisschen verzichten. Worauf ich heute auch verzichte, ist jetzt generell zu sagen, oh, das ist doch hier ein N54 und Ölpumpe und Chargepipe und dies und das und jenes. Wir finden schon nochmal einen 35i, den wir uns anschauen. Und da gehen wir das in Ruhe durch. Einfach, weil wir alle BMWs, alle, die jemals hergestellt wurden, alle, uns anschauen werden. Heute sind wir mehr so ein bisschen zum Genießen da. Und da wäre jetzt das Thema eher, was ist denn mit dem Auto in der Vergangenheit passiert? Denn wenn jemand so ein Auto kauft, geht er auf diese
Rennstrecken. Hm, was macht er denn da so? Und gefällt das dem Auto? Und vor allem, angenommen, ich habe mir jetzt so ein Ding umgebaut, dass ich richtig gut auf der Strecke damit unterwegs sein kann und ich will den dann so verkaufen. Dann kriege ich gefühlt nichts dafür. Wenn ich den aber zurückbaue, kriege ich richtig viel Kohle dafür. Und ich kriege noch Kohle für die Extrateile. Doppelt Kohle. Win-win. Also zumindest für den Verkäufer. Könnte eine Lose-Lose-Situation für den Käufer sein von dem Fahrzeug. Von daher ist die Historie das, was man checken muss. N54 hat so seine eine oder andere Macke und man sollte ein bisschen nett zu ihm sein. Man fährt ihn warm, man fährt ihn kalt und man hört immer mal so ein bisschen, wie es ihm geht. Dass das nicht der Standard N54 ist, sieht man powered by BMW M. Und man kennt diesen standardmäßigen N54, der hat seine zwei Lader. Und 306 PS. Die zwei Lader hat er auch, hat aber 340 PS. Kriegt man so auch im Z4 IS. Und das ist dann so dieses Frankenstein-Thema. Motor aus dem Z4 IS, Hinterachse, E92 M3, Bremsumlage ist die Competition. Außen E92 M3. Und das ist halt alles so ein bisschen dieses Zusammengemixte. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie sich das Ganze fährt. Ja, 340 PS, 450 Newtonmeter. Ich sage jetzt mal Dauerbetrieb, denn im Overboost hat er 500. Und Leergewicht, ja, 1495 Kilo, klingt das mal super. Unter 1,5 Tonnen. Mit diesen 75 Kilo vom Fahrer sind es halt 1570. Dann kommt er dem M2 schon relativ nah. Aber ein Tick leichter ist er dann doch. Ja, höchstgeschwindigkeitsmäßig ist er natürlich mit seinen 250 angegeben. In 4,9 Sekunden soll es von 0 auf 100 gehen, wenn man die Gänge richtig trifft. Und der Verbrauch, ja, ob das jetzt 9, 10 oder irgendwas ist, ist jetzt hier völlig geschenkt, weil es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder ich bin damit immer noch so Tracktour-mäßig unterwegs, wobei man für weniger Geld schnellere Autos für die Strecke bekommt, weil die Teile einfach preislich zu sehr explodiert sind oder ähnliches. Von daher, oder ich lasse ihn halt nur so dahin rollen als Show-and-Shine-Fahrzeug. Von daher ist verbrauchsmäßig, glaube ich, alles möglich. Und auch das fällt unter das Thema Historie. So, hier vorne ist man nicht geputzt. Das ist eigentlich ganz schön, weil es so eine schöne Originalität verstrebt, sage ich nur wegen der Verstrebung. Auch hier nochmal schön mit den M-Logos drauf. Ja, und ansonsten gibt es hier nicht so viel zu sehen, außer dass wir kein Dämmmaterial oder ähnliches haben. Braucht man auch nicht. Man will ja was hören vom Auto. Und was wir hören und wie das hier funktioniert, ja, das hören wir uns gleich mal an. Und ja, ich weiß, wir brauchen unbedingt doch den normalen Einsermal, denn das ist dann ein kurzes Auto mit einem längs eingebauten Sechszylinder, den ich bekommen habe, und Hinterradantrieb. Das ist ja dann quasi der sportlichste Hotshot, ohne ein Hotshot zu sein. Von daher macht es auch Sinn, dass das M-Coupé ein Coupé ist. Denn stell dich mal vor, einen Fünftürer-Einser mit dieser Technik, den kann man ja mit GTI und Co. gar nicht vergleichen, weil er in einer anderen Welt ist. Und wie sich das so fährt, das schauen wir uns jetzt mal an. Warum fühlt sich das so echt an? Um den großen Philosophen Tim daneben besitzt zu zitieren, kurz nachdem wir Folgendes gemacht hatten, nämlich mal so. Ja, warum fühlt sich das so echt an? Ist aber eine schöne Umschreibung, die du da hattest, Tim. Also wirklich, es fühlt sich echt an. Und es fühlt sich so ein bisschen zusammengebastelt an. Das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber ich meine, ich habe mir einen M2 gekauft. Ich habe den neu gehabt. Ich bin dann verhältnismäßig viel gefahren und kann das so ein bisschen einschätzen. Und das Auto fährt so ein bisschen hemdsärmlicher, wäre so eine schöne Formulierung. Ja, hier ist ein KW-Variante 3 Fahrwerk drin. Das ist natürlich nicht ganz Serie, aber so allein das Lenkgefühl. Ich will jetzt hier nochmal wenden und dafür muss man lenken. Und ich weiß schon, bei vollem Lenkeinschlag ist er so ein bisschen am Kratzen hier und da, einfach weil es so ist bei einem 1er M-Coupé. Und die Kräfte, das sind deutlich höher. Und alles fühlt sich so ein bisschen an. Und das ist schön, das ist sowas echt. Es fühlt sich so echt an. Und dann, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen beschleunigen können, jetzt denkt man sich, ja, aber unsere Öltemperatur ist in der ganzen Mitte. Ja, 120 soll in der Mitte sein. Du wirst die meisten Autos. Ein M2 fährt immer beim normalen Modus 100 Grad Öl, beim Sportmodus sogar nur auf 90 Grad. Und bei den 90, da sind wir schon lange drüber. Und jetzt eiern wir so rum und man kriegt viel vom Auto mit. Ja, so ein bisschen Traktion. Also Tims Gesichtsausdruck ist ein bisschen bedröppelt. Ausnahmsweise habe ich die Kamera nur auf mich gemacht, weil ich dachte, das lohnt sich nicht beim Tim. Aber du hast nicht damit gerechnet, oder? Nein. Also wenn man dann so im zweiten ein bisschen Gas gibt, dann
boah, das ist ein M mit Hobos, was damals eine ziemlich neue Sache war. Und dann ist auf einmal Schlupf an der Hinterachse. Und das Interessante ist, es fährt man so 80 im Vierten und denkt, man will 100 fahren, dann kommen die Turbos. Und wenn er dann erstmal schiebt, dann schiebt er ordentlich. Und das ist schon eine ziemlich befriedigende Sache. Lenkkräfte verhältnismäßig hoch. Schaltung geht eigentlich verhältnismäßig leicht. Muss ich auch sagen, von den Wegen finde ich die ganz gut. Ich glaube, mit dem 2 ist sie gefühlt einen Tick höher, was noch besser für die Ergonomie ist. Aber es ist schön, dass sie hier ein bisschen schlechter ist, diese Ergonomie. Und es gibt halt ein interessantes Gefühl, man schaut nach vorne, hat dieses Alcantara doppelt vernäht über dem Kombi-Instrument, dass das Ganze hier noch mit bezogen ist. Man schaut dann in diese M-Instrumente, hat das M-Lenkrad und dann hat man halt dieses ja, kurze, kompakte Auto irgendwo. Und ja, dann nehmen wir halt die Ampel mit. Und jedes Mal, wenn man halt ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit und zu viel Leistung hat, kommt man halt so in diesen. Tim ist völlig fertig. Also ein M-Coupé scheint genau sein Auto zu sein. Die Geschwindigkeit auf dem Tacho ist krass. Also das Auto geht sehr gut vorwärts. Das ist aber nicht das Beeindruckende aus meiner Sicht, was wir da mit haben, sondern es ist halt eher dieses Wir, das macht. Und Tims Frage, warum fühlt sich das so echt an, ist genau die richtige. Also ich bin begeistert. Du hast das Auto in einem Satz kurz nach dem Einsteigen schon zusammengefasst gehabt. Das heißt, wenn ich ablege, Lenkkräfte, Lenkkräfte, Lenkkräfte. Und es ist auch gut so, dass ich die habe. Und ich kriege sehr viel Feedback von meiner Straße. Und dann wird denkt, ja, ich kann ja von 50 auf 100 beschleunigen. Und vor uns fährt dann gleich ein R8, aber der Neid auf den R8 hält sich durchaus in Grenzen in dem Moment. Und also im Vergleich zum M2, er ist weniger perfekt. Also Lenkgefühl, Feedback, Schaltung, alles fühlt sich so ein bisschen gebastelter an. Und das ist das schönste Kompliment, was man im Auto, das für die besonderen Momente im Leben gemacht ist, auch machen kann. Und das ist gut. Er hat auch mehr diesen jetzt kommen die Turbos, es geht jetzt los Moment. Den hat so ein N54 von Haus aus schon eigentlich ganz gerne mal mit dabei. Klar, viele beschreiben dieses ja saugerartige Hochdrehen und so. Und ja, der Motor ist sehr drehfreudig, aber diesen Drehmomentschub, den er eingeben kann, das ist schon toll. Ja, und die 70 kann man auch so bei 1400 Umdrehungen im Sechsten fahren. Das ist halt dann schade, wenn vor uns da in Kurven Menschen sind. Ach, sind die langsam. Na, dann kommen wir erstmal so ein kleines bisschen zum Thema Übersicht und so. Übersicht nach vorne, hervorragend. Zur Seite geht es auch. Man muss, wenn man dann im Spiegel so einen Millimeter nach unten schaut, immer bedenken, der Radlauf ist da noch deutlich breiter als das Auto, was ich oben sehen kann. Und da könnte man die Felge irgendwo andotzen. Das wäre vielleicht ein bisschen ja, dumm, wenn man das dann an der Stelle macht. Darauf sollte man achten. Ein paar Käfer hinten hat jetzt halt irgendwelche Kameras nicht. Braucht man da auch eigentlich alles überhaupt nicht. Also Lenkgefühl, ich finde es schön, dass wir überhaupt keine tote Mitte haben, aber verhältnismäßig hohe Lenkkräfte, viel Rückmeldung und die Vorderachse gibt mir nicht dieses ultimative Sicherheitsgefühl, wie es beim M2 ist. Dann aufgrund des kurzen Radstands, auch die Reifen dazu, unsere Witterung, nicht die Temperatur und so weiter, ist es schon ganz lustig, wenn er Richtung Traktionsverlust, Abriss, wie auch immer kommt. Und es ist halt einfach lustiges, emotionales Auto, oder Tim? Was würdest du sagen? Ja, das emotional trifft es ganz gut. Ich meine, wir sind letzte Woche M5 gefahren. Ja. Selbst der hat mich jetzt nicht so geflasht wie dieses Auto. Ich weiß nicht warum. Weil der M5 das wahrscheinlich aus dem Ärmel rausschüttelt. Ja, der M5 macht das mal so nebenbei. Der M5 ist auch. Der M5 war 1,6 Sekunden schneller von 0 auf 100. Der M5 geht auch schneller von 0 auf 200. Wenn der M5 von 0 auf 200 ist, bist du mit dem gerade mal von 100 auf 170 beschleunigt oder so. Also da sind Welten dazwischen, was den Vortrieb angeht. Aber das Fahrgefühl, das ist auch so ein schönes Auto, weil ich hier in der Kurve so ein bisschen dieses Gefühl habe, ah, wenn ich jetzt voll durchdapp, bin ich mir nicht ganz sicher, was passiert. Ich weiß noch nicht, wie viel Mühe sie sich dabei gegeben haben, die Fahrhilfeprogramme noch abzustimmen für die paar M-Coupés, die wir da so verkaufen. Und es macht einfach Fun. Und dann noch die kleinen Spiegel. Ich weiß nicht, wie du die Spiegel so findest. Ich finde es so geil. Also auch mit dieser Haifischflosse oben.
geiles Ding. Ich verstehe, dass die so teuer gehandelt werden. Und vor uns, jetzt werdet ihr es vielleicht sehen können, ist ein M4, ein neuer. Oder ist das ein M3? M3, glaube ich. Das ist das schön. Aber nee, ich kann es nicht lesen. M3. Ist ein M3. So, und es ist, also ich weiß, in der Kamera, könnt ihr das in der Kamera sehen. Ja, in der Kamera könnt ihr es sehen. Vor uns fährt ein M3 und ich sitze lieber in diesem Auto als in dem da vorne. Und das, obwohl ich den aktuellen Dreier schon sehr geil finde. Und Tim, merkst du ja nicht, wie clever meine Routenplanung ist? Ja. Ich bin ein ganz hervorragender Mensch. Deswegen brauche ich auch irgendwie mehr frische Luft. Ich bin so ein Frischluftfanatiker in letzter Zeit. Und ich halte auch gerne Abstand zu den Autos, die irgendwo vor mir unterwegs sind. Das ist mir nämlich wichtig. So, und jetzt würde man erwarten, dass so ein M4 ähnliches, M3 ähnliches vor allem macht, aber da kommt halt nichts. Aber das Leben ist schön in der Welt des 1er MQPs. Und ach, das ist jetzt natürlich blöd, dass dieser M3 vor uns ist. Kennt ihr das, wenn ihr Kurven fahren wollt und vor euch ein M3 den Weg versperrt? Das ist ein furchtbares Leben. Wenn man so einen langen Radstand hat und so viel Gewicht auf den Hüften, da kommt man einfach nicht aus dem Quark. Das ist echt so, das sind so die Probleme des Lebens. Ich sag's euch, ein M3 ist einfach keine Alternative zu diesem Fahrzeug. Also, wie findest du es? Ich will so ein Ding haben. Genau, und das Schöne ist, weißt du, was der Basispreis damals von diesem Auto war? Ja, 50, glaube ich. Ziemlich genau 50.000 Euro. Und Tick drüber. Dann hast du dir noch ein, zwei Ausstattungsfeatures reinverhandelt und hast für 50.000 Euro dieses Auto bekommen. Das macht einfach Spaß. Und dann vergleichst du es mit einem 150.000 Euro M5 von heute und hast Gefühl weniger Spaß. Und wir sind auch relativ tief. Wir sind auf Motorhaubenhöhe von dem Range Rover-Fahrer hinter uns, der schon ganz, ganz freudig guckt. Du bist erwartungsfroh. Gut, da würde ich sagen, zum Fahren, ja klar, Übersicht ist ganz normal. Er ist hart, er ist straff, er ist nicht für jeden Tag geeignet. Ja, der macht nicht mit seinem M3, der ist noch nicht eingefahren. Wahrscheinlich. Und von daher würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir noch so ein kleines bisschen Klang unserem kleinen Krawallbruder hier entlocken, ein paar Außenaufnahmen für euch machen und sehen uns dann im Fazit. Das 1er MQP gehört zu diesen Autos, die eine riesen Hypewelle bekommen haben, nachdem man sie nicht mehr neu kaufen konnte. Und vielleicht auch so ein Auto, wo man denkt, ach, ist das wirklich so gut? Ist es das wert, dass ich meinen Freunden jetzt erkläre, dass ich mir für 50.000 Euro einen gebrauchten 1er gekauft habe, der schon fast 10 Jahre alt ist. Und wenn man dann mal in diesen Backen ist, wenn man das erste Mal Gas gibt, wenn der Bekannte, den man dabei hat, sagt, das fühlt sich aber echt an. Ja, dann weiß man, das hat sich definitiv gelohnt. Das ist so ein Auto, das macht Spaß. Und diese Frankenstein-Beschreibung, ja, Hinterachse vom E92, auch M3-Spiegel, auch das Lenkrad kommt daher, dann der Motor, mit dem er sich mit dem Z4 IS teilt und so. Das sind lauter lustige Sachen. Auch er hat einen N54 drin, obwohl es zu der Zeit im Coupé beim 1,35 schon den N55 gab. Warum nicht? Ja, haben wir uns so überlegt, dann verkaufen wir das jetzt auch so. Performance-Sitze, die gebraucht mehr kosten als das ein oder andere Auto, das ich mir schon mal gebraucht gekauft habe. Das sind halt einfach solche Sachen, ja, die machen das nur unterhaltsam. Auch, dass er jetzt hier in Weiß, Schwarz oder Orange stehen könnte oder mit ganz viel einen der vier, die das Werk in einer anderen Farbe verlassen haben. Das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Und der direkte Vergleich zum M2, der M2 fährt besser und ist perfekter. Aber das macht ihn irgendwie so sympathisch, dass er so überraschend zum Teil ist. Ja, überraschend sind vielleicht auch die Punkte für den einen oder anderen. Jetzt bei der Anschaffung gibt es vier. 50.000 Euro ist so ein Betrag, das kann man für einen Zukunftsklassiker noch halbwegs überblicken. Aber für einen alten Einser, so viel Kohle, exakt so viel wie das Ding neu gekostet hat, das muss man wollen. Beim Unterhalt gibt es sechs. Das Gute ist, die meisten Teile teilt er sich mit anderen BMWs.
Daumen hoch für die Teileverfügbarkeit, das geht besser. Mein Verbrauch wird aber realistisch immer zweistellig sein. Und wer schon mal so eine M Competition Compound Bremsanlage gesehen hat, die kostet Geld, tatsächlich. Beim Thema Platzangebot gibt es 5 Punkte. Hier sitze ich super. Hinten kann man auch sitzen. Welche Überraschung. Also Raumausnutzung, Platzangebot ist okay. Der ist ja überall ähnlich zum M2 von den Punkten unterwegs. Der hat beim Komfort 3 Punkte bekommen und auch er bekommt 3 Punkte. Der ist schon hart. Die Lenkung geht verhältnismäßig schwer. Er ist auch die ganze Zeit akustisch wahrnehmbar und jetzt nicht immer unbedingt das leiseste Auto. Will er aber auch gar nicht sein. Muss er auch nicht, damit ihn die Leute kaufen. Beim Wiederverkauf gibt es ganze 9. Hätte ich ihn mir damals für 50.000 Euro mit, also hier ist noch Extras drin, der kostet was weiß ich, 57, 58 mit Rabatt für 52 gekauft. Moment, dann würde ich das Geld jetzt wieder bekommen, weil so ab 45 gehen die los. Wenn man dann ein bisschen weniger Kilometer hat, so wie der hier, kriegt man halt wieder über 50 dafür. Bester Deal und eine gewisse Nachfrage ist auch da. Von daher, das ist so ein Auto, was man in Sachen Wiederverkauf haben will. Macht 27 Punkte für meinen Kopf. Aber kommen wir zum Herz und da geht es mit Schönheit los. Und diese Backen, vor allem die aber auch hier hinten, dieses wunderschöne Heck, was unser Tim auf jeden Fall gleich nochmal einfangen muss, das macht ihn wunderschön. Ich gebe ihm 10 von 10 und viele werden das sagen, also dieses Auto ist nicht perfekt, ja, aber Schönheit bedeutet nicht Perfektion und manchmal ist dieses Imperfekte genau das, was Schönheit auch bei Menschen, genauso wie bei Fahrzeugen, ausmacht. Beim Thema Fahrspaß gibt es 9. Na klar, der wiegt auch schon so ein bisschen was und der wirkt auch so richtig zusammengebastelt, ist das Wort, was ich glaube ich immer wieder verwendet habe. Aber er macht einfach eine Freude und das ist schön. Bei Thema Ausstattung gibt es 5. Die habe ich auch dem M2 gegeben. Eigentlich müsste man dem M2 mehr geben, weil da mehr drin ist. Aber auch für so ein Auto ist derzeit, man hat ein Navi, man hat eine Einparkhilfe, man hat gutes Licht, also die Sachen, die man da vielleicht irgendwo zum Fahren braucht. Fertig. Was will ich denn da? So was wie ein Schiebedach gab es nicht, aber wer will denn hier ein Schiebedach haben? Wer will denn eine Anhängerkupplung? Hallo, das ist ein 1er M-Coupé. Lass doch mal gut sein. Beim Klang gibt es 9 von 10. Einfach erfrischend oder echt oder wild. Lauter so Worte, die jetzt Tim dafür wählen würde. Aber es ist passend. Es ist genau dieser BMW 6-Zylinder-Sound. Und klar, die Turbos nehmen so ein bisschen Klang hier und da raus. Aber der überraschende Drehmomentverlauf ist es auf jeden Fall wert. Beim Image gibt es auch 9. Ja, der Hype und die Preise erklären das, glaube ich, schon sehr gut. Und dieses Auto ist jetzt nicht so verschrien, als oh, das sind doch die nachts hier Lärm irgendwie in der Innenstadt machen, sondern nein, das ist einer der pursten, ehrlichsten M's und für viele der beste M aller Zeiten. Macht 42 für mein Herz und 69 Punkte insgesamt. Und ja, damit sollte es, glaube ich, sogar einen Tick über dem M2 sein. Und es ist das schlechtere Auto, das jetzt mehr Punkte bekommt, weil dieses Auto ist für das Wochenende das, was ich haben möchte. Überrascht mich immer wieder, ist ziemlich pur und es ist nicht umsonst ein Zettel von BMW damals dabei gewesen. Hey, es ist normal, dass hier alles ein bisschen lauter und ein bisschen straffer ist. Es ist normal, dass deine Bremsanlage immer mal wieder hart eingebremst werden muss. Gewöhn dich daran. Und da war so der ein oder andere 70-jährige Erstbesteller vielleicht ein wenig überrascht. Denn für 50.000 Euro gab es damals echt viel Auto. Das war es auf jeden Fall. Das ist, was es bei uns diese Woche gab. Ich wünsche euch eine gute, sichere Fahrt und gebt uns doch mal die Meinung. 1er M-Coupé oder dann doch lieber der neuere M2 oder ein Competition oder ein CS oder einer der 72 Neueditionen. Ach, ich liebe Autos, von denen es nur eine Variante gibt.